Moin Leute, heute knöpfen wir uns Autotune vor und zwar so, dass ihr ein nices Ergebnis bekommt. Ich habe ja schon das Vocal Template geladen, wie man das erstellt und wie man das benutzt, um saubere Aufnahmen zu bekommen. Das habe ich euch dann nochmal im Abspann verlinkt. Und jetzt stürzen wir uns auch direkt rein. Ich habe immer hier ein normales Vocal von mir reingeladen. Ich bin kein Rapper, also ein bisschen Gnade. Nothing is a personal Jesus. Please died for you, so you can live. But is it worth it? Does it ease us? What's the left that I could have to give? Did you ever stand in the presence? Most beautiful sunrise, I'm questioning your right in front of. Und jetzt mit Autotune. Nothing is a personal Jesus. Please died for you, so you can live. But is it worth it? Does it ease us? What's the left that I could have to give? Did you ever stand in the presence? Most beautiful sunrise, I'm questioning your right in front of a girl you think you love without feeling any happiness at all. Ja, also man sieht ja schon, ich habe diese Einstellung gewählt. Und wir gehen das jetzt einmal alles durch. Hier rechts auf der Seite brauchen wir eigentlich quasi gar nichts. Das hier sind die Einstellungen, die wir brauchen, wenn ihr hier zack und das wechselt. Das sind die Einstellungen, die wir haben wollen. Hier gibt es auch ein paar Effekte und sowas, aber die sind eher semi-gut, finde ich. Und deswegen sollte man da eigentlich nur, wenn man was Bestimmtes sucht im Sound, da mal reinschauen. Aber eigentlich ist das zu vernachlässigen. So. Und zwar gehen wir einmal von oben nach unten. Und zwar ist es hier Low Mail, das ist halt meine Stimmlage ungefähr. Ich habe halt nicht eine komplett hohe Stimme. Oder bin eine Frau, falls ihr es nicht wusstet. Und ja, also wenn ihr halt eine Frau seid mit einer hohen Stimme, oder es gibt halt auch Frauen mit tiefen Stimmen, so, jetzt kriege ich mich ein bisschen Kopf und Kragen, dann stellt ihr es einfach dementsprechend ein. Dann natürlich eure Tonlage nicht vergessen, hier in diesem Fall C Major. Und ja, dann, das ist Automatic Format Pitching, das bedeutet, dass die Klangfarbe eurer Stimme beibehalten wird. Das heißt, wenn es hochgepitcht wird zum Beispiel, entsteht eigentlich so ein Chipmunk-Effekt, aber das sorgt halt dafür, dass halt eure eigene Klangfarbe nochmal beibehalten wird, während es trotzdem hochgepitcht wird. Also ich würde empfehlen, das auf jeden Fall anzuwählen, oder es sei denn, ihr wollt noch ein bisschen mehr Autotune-Effekt haben, dann stellt es aus, dann habt ihr noch ein bisschen mehr dieses Roboterhaftige. Apropos Roboterhaftige, das kriegt ihr auch unter anderem, wenn ihr hier den Retune-Speed bis auf 7 hochstellt. Höher solltet ihr eigentlich nicht gehen, das geht halt einfach nur noch in die Richtung T-Pain. Aber wenn ihr irgendwas Hörbares haben wollt, dann solltet ihr um die 7 euch herum bewegen. Das ist eigentlich schon das Stärkste. Und wenn es ein bisschen softer sein soll, dann geht ihr halt hier hinten in den hinteren Bereich. Aber ihr solltet eigentlich nie über 7 drüber gehen. 6 vielleicht noch, aber ganz ehrlich, übertreibt es nicht. Also das ist ungefähr der Bereich, in dem schon starkes Autotune ist. Und apropos starkes Autotune, das hier sind auch die Hard EFX. Und zwar ist es halt auch schon ein sehr gecuttetes Autotune, bedeutet die Sprünge dazwischen sind sehr schnell und sehr abrupt und das mindert sich, je nachdem, wie weit ihr rüber geht. Legato, das ist halt noch was, die Noten ziehen sich ineinander mehr über. Vielleicht kann ich das kurz mal hier vorspielen. Ups. Vielleicht ein bisschen weit hinten. Personal Jesus, please died for you, so you can live. But is it worth it? Does it ease us? What's the left that I could have to give? Ja, ich denke, man hört es schon. Und jetzt nochmal mit dem sehr harten. Personal Jesus, please died for you, so you can live. But is it worth it? Does it ease us? What's the left that I could have to give? Ja, ich finde, man hört es ganz deutlich, dass es zwischen den Noten viel schneller springt und ja, viel mehr muss man zu Autotune eigentlich gar nicht wissen. Es gibt ja verschiedene Autotune-Varianten, Autotune Artist, Autotune bla bla bla, Autotune Axis und bla und blub. Und ja, Humanize ist eigentlich zu vernachlässigen. Ein paar benutzen es, ein paar benutzen es nicht. Ich finde, es ist so, dass die Stimme manchmal noch ein bisschen menschlicher klingen und halt nicht so roboterhaft. Ich glaube, das hat auch mal mit den Formants nochmal wieder zu tun. Ich kann es euch aber nicht ganz erklären. Auf jeden Fall würde ich halt nie mehr als ein bisschen machen, aber ich meine, das ist nochmal Geschmackssache. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu erklären. Ja, das ist eigentlich schon alles. Dann noch die ganze Vocal Chain dahinter. Nur mit Autotune würde das so klingen. Personal Jesus, please died for you, so you can live. But is it worth it? Does it ease us? What's the left that I could have to give? Und dann zack. Did you ever stand in the presence? Most beautiful sunrise, I'm questioning your right in front of a girl you think you love without feeling any happiness at all.
Remembering that venture's gone is brutal. But what proves him most alive? Because happiness mutual. Approval from moves is genital. I think I got futile. My feelings are lacking in colors to my pupil. Push him on the fuel. Dualism at its finest. Ja, klingt doch eigentlich ganz okay. Ich hoffe, ihr könnt was lernen und viel Spaß. Did you ever stand in the presence? Most beautiful sunrise, I'm questioning your right in front of a girl you think you love without feeling any happiness at all. Remembering that venture's gone is brutal, but what proves the most alive? Because happiness mutual, approval from moves is genital. I think I got futile, my feelings are lacking in.